Was sich entwickelt, das weiß wirklich keiner, weil das ist eigentlich das Interessante, wenn wir nur mal ein paar Jahre zurückgehen, ins Jahr 2007, niemand hat wirklich das iPhone kommen sehen. Das iPhone hat einen völlig neuen Markt letzten Endes eröffnet und hat alte Märkte mehr oder weniger in sich zusammenbrechen lassen. Und so ist es eigentlich permanent zu beobachten, dass wir immer wieder innerhalb kurzer Iterationen Sachen aufkommen sehen, von denen vorher keiner wusste, dass es sie geben wird. Großes Thema ist ja jetzt dieses Virtual Reality mit der Oculus Rift oder auch mit Projekten von anderen Herstellern. Oculus Rift ist im Grunde genommen schon seit den 80ern immer wieder ein Thema gewesen in Sci-Fi-Filmen. Oder auch Ende der 90er gab es wirklich so einen Hype um dieses Thema. Da gab es dann große Virtual Reality Arenen, wo man das dann aufsetzen konnte. Ich kenne das noch, weil aus der Stadt, aus der ich komme, gab es so eine Anlage. Und jetzt plötzlich im Jahr 2015 kommen plötzlich Geräte raus, die bezahlbar sind. Für wenige 100 Euro plus ein Gaming-PC, der auch nicht so teuer ist, kann ich mir jetzt Virtual Reality nach Hause holen. Und das hat vor 4, 5 Jahren war das eigentlich nicht klar, dass da jetzt der nächste Boom kommt. Und mit Virtual Reality bieten sich jetzt sehr interessante Möglichkeiten an für Unterhaltung, Exploration, aber natürlich auch Bildung, weil ich Welten aufmachen kann, die wirklich begehbar sind und diese starke Immersion auch dazu führt, dass ich mich sehr gut erinnere an Inhalte. Also das ist eine Erfahrung, die wir in der Forschung mit Virtual Reality jetzt gemacht haben, dass man sich wirklich sehr gut erinnert. Also man hat diese Brille auf, man geht in eine digitale Welt rein und man kann selbst noch Tage danach sehr genau sich daran erinnern, so als wäre es doch tatsächlich passiert. Ich sehe halt sehr viel Potenzial auch wirklich in diesen Schnittmengen, wo Video, Games, Journalismus ineinander fusionieren und Sachen abbilden, die mir als Zuschauer oder Nutzer ein besseres Bild der Wirklichkeit geben können. Da gibt es ja diesen Titel This War Is Mine, wo man die Rolle übernimmt von Leuten, die in einem Krieg leben müssen, also ganz normale Bewohner einer Stadt, die in einem Haus eingesperrt sind. Und draußen tobt der Krieg und ich muss halt mit einer Gruppe von Leuten überleben und muss immer nachts raus Lebensmittel und Medikamente besorgen und erfahre doch auf eine sehr gut ausgearbeitete Art und Weise, was eigentlich dieser Kampf bedeutet, den Leute alltäglich haben, wenn sie in so einem Krisengebiet eingesperrt sind und nicht weg können. Und das ist eine Art von Erfahrung gewesen, fand ich, als ich das Spiel gespielt habe, die so mit klassischeren Medien gar nicht möglich ist, wie einer Berichterstattung oder selbst ein Artikel, der einfach im Magazin oder in einer Zeitung steht, einfach so gar nicht nachvollziehbar ist, was wirklich auch diese, ich nenne es mal Mechaniken sind, die Leute da wirklich beschäftigen, um am Überleben zu bleiben. Und dafür eignen sich Games ganz hervorragend, finde ich. Und da werden wir in Zukunft noch sehr viel sehen, glaube ich, wie wir über so Game-Mechaniken auch Zusammenhänge in der Wirklichkeit verstehen können, die vorher gar nicht so gut darstellbar waren. In der Mathematik zum Beispiel fällt mir das auf. Also wenn man sich anguckt, wie Mathematik gelehrt wird, dass man wirklich dieses mathematische Prozedere lernt in der Schule und da einfach brav diese Sachen durchgeht, die aber jeder Computer viel, viel schneller machen kann. Und im Endeffekt wäre das genau so ein Schritt, der genial wäre, wenn man sagen würde, befreit doch die Schüler von diesem statischen mathematischen Ablauf und gebt ihnen das an die Hand, was die Mathematik wirklich faszinierend macht, aber auch das ist, was sie in Zukunft prägen werden, ist, dass sie eine lebendige Vorstellung von Mathematik haben. Und dass man wirklich sehr früh auch damit anfangen könnte, Leute so mit Technologie zusammen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihr Leben ganz anders organisieren können, indem sie halt wirklich komplexe Mathematik verstehen und die ganze Arbeit, die sie sonst in der Schule machen, einfach diese Sachen runterrechnen, macht die Maschine und sie können sich mit den Sachen beschäftigen, die für den Menschen interessant sind. Das ist für mich so ein Beispiel, wo wirklich die Möglichkeit entstanden ist, durch Computer ganz anders arbeiten zu können. Also gerade in diesem mathematischen Feld, weil Mathematik ist etwas, ist eigentlich was Hochdynamisches. Wenn man so einen Graph und sowas sieht, ich weiß noch, wie schwer für mich das war in der Schule, das zu verstehen, dass sich da Sachen drin verschieben, wenn man es nicht sehen konnte. Und erst sozusagen nur der Einser-Streber hatte wirklich hinter das Verständnis, das ist eigentlich etwas in Bewegung, wo ich nur irgendwelche Kreuze gesehen habe, war für den hinterher klar, okay, das bewegt sich. Und jetzt kann ich auch mit dem Computer diesen Prozess abbilden lassen und habe sofort ein Verständnis davon, um was es geht.
Und das, finde ich, ist ein enormer Zugewinn, den wir jetzt haben, um Technologie einzusetzen, um Zusammenhänge besser zu begreifen.